Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. So, wir sind immer noch auf Crash. Wir sollen zwar noch zum Schiff gehen, aber ich denke, wir müssen ja noch die Nebenquests machen und die machen wir gerne. Wir müssen zu Moff Dragon wieder zurück. Also letztes Mal haben wir diese Giftfabrik da zerstört. Oh, was gibt's denn für mehr jetzt? Und damit die keine Giftwaffen machen. Oh. Ah, schade, wir haben keine Belohnungen. Oh Mann, oh Mann. Ah, das kann ich anfordern. Die haben das Interface hier auch geändert. Das merkt man richtig. Gut. Na, dann gehen wir doch zum Moff hin. Moffi. Moff Dragon. Irgendwie heißt sie jeder Moff. Der andere hieß irgendwie Monk. Stimmt. Jetzt weiß ich auch die Geschichte wieder, wie das ging. Und zwar gab es halt diesen Monk. Diesen Admiral, der auf dem Schiff war und der ein Verräter war, der eigentlich für die Republik gearbeitet hat und der hat halt mit Admiral Monk gearbeitet. So, Jungs, ich bin wieder da. Die Minen sind vergiftet. Warte, ich muss kurz ein bisschen lauter stellen. Das war letztes Mal blöd. Die Minen sind vergiftet. Die Republik flieht panisch. Fantastisch. Wir werden ihnen keine Gelegenheit bieten, sich zu erholen. Als nächstes schlagen wir erneut gegen die Republik zu. Hart. Was ist denn das für ein Typ? Hallo, Brader. Grag, der Hotel ist hier. Schnell. Grag ist ein Anführer des Huttenkartells. Er hat widerliche Freunde, aber er hat sich als wertvoller Verbündeter erwiesen. Er ist ein Verbündeter? Warum arbeitet ein Hutte mit dem Imperium zusammen? Man kann sagen, Grag wurde zur Hilfe gezwungen. Stimmt, Hutten arbeiten ja nicht gegen für die Imperium. Sie haben die Neutralität des Kartells verletzt, indem sie der Republik bei den Minenoperationen geholfen haben. Eine solche Vorzugsbehandlung ist sehr beunruhigend für das Imperium. Das Kartell behauptet, unwissend zu sein und verleugnet die drei Familien. Die drei Familien sind verdammt. Wenn die abtrünnigen Hutten isoliert sind, fehlt nur noch der finale Schlag. Aber wir müssen zuerst ihre Einnahmequelle ausschalten. Die republikanischen Aufputschmittelfabriken. Nur dann können wir die drei Familien vernichten. Ja, damit der Dickarsch hier ankommt. Ihr uns mit eurer Anwesenheit. Lasst mich euch der größten Waffe des Imperiums auf Quash vorstellen. Fühlt euch geehrt. Seht mich an, Hutte. Ihr werdet in eurem ganzen Leben niemand derart Mächtigen mehr sehen. Die drei Familien werden nicht verwundbar sein, bis wir ihr Einkommen eliminiert haben. Seid ihr bereit, diese Jedi zu töten und die republikanische Aufputschmittelproduktion zu unterbinden? Ja, das wird ja nur 5 Minuten dauern. Das wird ein Kinderspiel. Ignoriert nicht die Stärke der Republik. Sie sind mit Quash viel vertrauter. Grag, eure Armeen sollen die Fabriken halten. Gebt der Republik keine Verschnaufpause. Ich will sehen, wie der läuft. Jedi nieder. Zerstört dann die Aufputschmittelproduktion oder tötet die Selkath-Wissenschaftler, die dort arbeiten. Keiner wird erleben. Die Wissenschaftler haben sich den falschen Tag ausgesucht, um zur Arbeit zu gehen. Das ist eure Wahl. Kehrt nur nicht zurück, bevor die Fabriken lahmgelegt sind. Aber klar doch. Oh, wieder eine Belohnung, jawohl. Was haben wir jetzt hier für eine Lootbox bekommen? Toxische Beinpanzer und irgendwas anderes. Hey, ich hab Ausrüstung bekommen. Sieht das auch gut aus? Kein Unterschied. Ach, das ist das Gleiche. Ja, Schrott. Bringt mir nicht mal was. Ja, wow. Also, warum sollte ich das denn nehmen? Gut, begib dich zur Aufputschmittel-Synthese-Farm. Ja, wieder 100 Jahre laufen. Also, bis gleich. So, Leute, ich muss euch mal was zeigen. Ich habe jetzt ein
neues Haustier mir gekauft und das ist so ein, keine Ahnung, wie heißt das Ding? Ein korrumpierter Wachite. Alter, ist das nicht cool? Oh, scheiße. Schnell weg von den Gegnern. Nein, ihr fucking Gegner, Alter. Okay, wir sehen uns bei der Synthesefabrik. Gut, da bin ich eigentlich angekommen. Nach den ganzen Gegnern, die mir hinterhergelaufen sind. Besiege die Selka-Wissenschaftler, besiege den leitenden Selka-Wissenschaftler. Okay. Dann heißt das Tod für euch. Ihr wollt es anscheinend nicht anders. Ja, jetzt habe ich wieder irgendwas verschoben. Ey, ich krieg die Krise immer, wenn ich das mache. Kann doch echt nicht wahr sein, warum ich das immer wieder mache. Das ist doch echt beschissen gemacht, Alter. Ich muss wieder auf Fähigkeiten gehen, Juggernaut. Und da müsste irgendwo die Fähigkeit sein. Ich muss kurz gucken, welche es ist. Ist es nicht das hier? Nee, es ist passiv. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch. Machtschrei haben wir nicht. Ja, Machtschrei. Das brauchen wir. So. Jetzt können wir weitermachen. Schnitzeln wir sie weg. Dann gibt's noch ein bisschen Hackepeter. Gut. Muss ich auch nochmal wegklappen. What the fuck? Welche Geräusche die hier machen? Ich kann ja mal mein Inventar mal wieder schön vergrößern. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, ich habe schon das Maximum erreicht. Ich bin so overleveled. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oder viel zu übertrieben. Aber ich will einfach nur krass sein. Oh, 3 von 6. Ein Jedi-Beschützer. Weg mit dir. Ab in die Hölle. Der hat sogar so eine Maske auf. Sag mal, ist das nicht mehr Corona? Also was? Weg mit dir. Jawohl. Gut. Euch noch weg. Nice. Und nice. Und ich auch noch weg. Ja. Jawohl. Vielleicht sollte ich. Oh, ich hab das hier gar nicht geordnet. Richtig. Oh, das ist blöd. So. So ist besser. Wo muss ich lang? Hey. Warte mal, guck mal um die Map. Wo muss ich runter? Ist hier irgendwas im Gang? Ah, tatsächlich, hier geht's noch runter. Ach so. Oh, da vielleicht nicht runterspringen. Alles in Ordnung? Ja. Vielleicht sollte ich dann noch nicht runterspringen. Erstmal warten auf dem Fahrstuhl. Alter, guck mal, wie er hier steht. Er fällt schon fast runter. Aber ein Sith hält das aus. Ich habe nämlich den High Ground. Mein Sith Lord. Ja, was ist? Ihr seid der Boss. Oh. Das ist gut. Niemand verrät mich zweimal. Ja, das finde ich auch so. Nee, keine Sorge. Kannst du noch was sagen? Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Sith. Boah, das ist super. Wenn doch, dann gibt's erstmal kein Hackepeter zum Abend. Wollte ich nur mal sagen. Diese seltsamen Geräusche immer. Gott, Alter. Als wenn die gerade einen Arm gebrochen haben. Ja.
Gott, geh aus dem Weg, was wollen diese Jedis immer? So, haben wir den auch? Guck mal, da oben können wir so eine Tür öffnen. Aber erstmal hier die Wissenschaftler wegmachen. Ne, es sind Wachzeitdaten. So mit ihm los, hat er irgendwie so einen Unfall? Gut. Ah, hier ist noch ein Wissenschaftler. Das wird schon wieder. Gut, da haben wir den letzten schon. Besiege den leitenden Skalkar. Wissenschaft. Ah, da ist er ja. Einfach nur um die Ecke gehen. Hier wird keiner eingefroren. Was ist denn das hier? Sag mal. Warum hat er solche Kräfte? Hoffentlich wird ihm hier auf so ein Hologramm zeigt. Komm. Alter. Darth Aaron. Du kriegst es doch hin. Junge, bin ich so schwach? Dass ich diesen scheiß Skelka-Wissenschaftler nicht töten kann. Jetzt beseitige ihn doch endlich. Jawohl. Endlich. Ich hab so einen Ring bekommen. Ah, so kann ich Piers geben. Ein Ehering. Brauche ich nicht. Oh, schade. So, dann wieder zurück zum Moff drängen. Also, bis gleich. Gut, Moff. Ich habe die Wissenschaftler getötet. Das ist doch ein guter Erfolg, oder? Ich habe gerade mit Grag gesprochen. Er sagte, ihr hättet die Fabriken ausgeschaltet und die Kämpfe wären unter Kontrolle. Die Fabriken? Ohne die Aufputscher oder ihre Vorrat das ist ja jetzt schlimm. Die Republik endlich verwundbar sein. Wir müssen die drei Familien mit allem angreifen. Ich weiß nicht, wann ich die Fabrik mal zerstört habe. Schleim ab. Ihre Geheimnisse sterben mit ihnen. Die Republik wird kein Quash-Gift mehr verarbeiten können. Und sie werden an den Rand eines galaktischen Krieges getrieben. Wir müssen nur die Anführer der drei Familien töten. Ich werde den Angriff anführen. Die Hutten werden durch mein Lichtschwert fallen. Ich bin froh, dass ihr so begierig seid, mein Sith Lord. Wir werden uns gleich für euren Angriff vorbereiten. Colonel, weckt Porto den Hutten aus seinem Aufputschmittelrausch, in den er sich geflüchtet hat. Hallo. Na, wie geht's dir mit deinem fetten Arsch? Mich hält das nicht zurück. Eure erbärmliche Huttenverteidigung kann einen Sith nicht aufhalten. Die drei müssen wir ausschalten. Oh, geil. Huttenfleisch. Scheint mir etwas riskant, wenn es eine Falle ist. Ich liebe ein Schläfchen vor einem Mord. Ja, das ist doch auch gut. Ich könnte eine kleine Auszeit gebrauchen, bevor ich eure Freunde abschlachte. Wir werden eure Empfehlung in Betracht ziehen, Porto. Nehmt ein paar Aufputscher. Wenn ihr wieder aufwacht, werdet ihr das einzig überlebende Mitglied eurer Familie sein. Ja. Ihr habt ihn gehört. Entweder kämpft ihr euch einen Weg rein, oder ihr nehmt Portos Aufputscher und werdet reingeschmuggelt. Eure Entscheidung. Boah, nee, reinschmuggeln klingt irgendwie so langweilig. Also, nee, direkten Angriff, komm mal. Wie werden da straight rein mit 500 Soldaten reingehen und die dann alle zerstören? Dann werden diese Hutten so zerschnitzelt, die werden dann alle verbrennen. Der Hutte kann seinen Cocktail behalten. Ich kämpfe lieber auf meinen Füßen. Porto hat uns Pläne der Sicherheitsvorkehrungen des Palasts besorgt. Ihr werdet diese EMP-Ladungen brauchen, um die Generatoren auszuschalten, die das Haupttor abschirmen. Ausgezeichnet.
Sobald ihr drin seid, tötet ihr die Anführer der drei Familien. Porto auch. Übertragt dann die Daten über die Aufbereitung des Crashgifts an mich. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das einfacher ist oder schlechter. Also, dass ich diese Wahl jetzt getroffen habe. Aber man weiß ja nicht. Ist dieser Helm auch besser? Das ist ja wieder gleich. Ja, aber es sieht im Vorschau immer so anders aus. Na gut. Schön nördlicher Sicherheitsgenerator und stört den südlichen Sicherheitsgenerator. Okay. Oh, warum sind die immer so weit weg? Aber ich glaube, das ist die letzte Mission. Das hoffe ich mal. Aber das sieht sehr weit aus. Und wenn es sehr weit ist, dann ist es eigentlich eine letzte Mission. Ja, okay, dann sehen wir uns dort. Bis gleich. Okay, ich merke gerade, diese Soldaten, die halten echt eine Menge aus. Das ist nicht so ganz einfach. Aber wir haben auch den Pfad gewählt. Da müssen wir auch sowas einstecken. Ich hatte hier schon ein paar Pionieren Wachposten. Tut mir leid, Leute, ich muss euch ausschalten. Sehr hässlichen Viecher, Alter. Ich sehe im Star Wars Universum so hässlich aus. Was muss ich jetzt hier machen? Achso, ich muss ja hier das Ding drücken. Um den MP hier anzumachen. Zack. Oh, explodiert das schon? Boom. Ah, ich habe jetzt mehr, ein bisschen mehr erwartet. Anstatt. Uff. Was leuchtet denn da hinten? Seht ihr das da? Wissensobjekt. Ui. Okay, gehen wir mal da hinten. So. Codec-Eintrag. Ach Gott, oh Gott. Von ihrer großen Reichtum, ihren Söldnerarmee und der in ihren Besitz befindlichen ressourcenreichen Welten kann die Unterstützung durch einzelne Hutten oder gar durch das gesamte Huttenkartell in einen galaktischen Konflikt den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ja, da merkt man, Hutten sind ziemlich mächtig, auch wenn man das erst nicht denkt, weil sie die ganze Zeit nur rumsitzen und von Sklaven gedient werden. Also, sie haben schon eine große, hohe Macht. Diese fetten Dinger, die können schon sehr viel ausreichen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber sie können sowas. Gott, ausgeschaltet. Und jetzt muss ich auch wieder so eine Mine ranbauen. Zack. Oh, schnell weg. Deaktiviere das Drohnenseilkraftfeld. Da muss ich diesmal rein. So, wieder mit meiner Krabbe hier rumlaufen. Ich weiß nicht, wie ich das Vieh nennen kann. Varaktil. Ich kann es nicht aussprechen. Gut, Leute, bitte weg hier. Ich muss durch. Also, wenn man schon eine andere Wahl genommen hat, dann muss man sich wahrscheinlich hier nicht durchkämpfen. Sondern muss das wahrscheinlich später machen. Aber ich mag über den radikalen Weg. Denn ich bin auf Krieg ausgelegt. Gott, ihr nacht euch. Ey, nicht ausnocken. Na komm. Stirb doch endlich. Gut. Jawohl. Da auch noch mal durchkämpfen. Hilfe, die haben sich ja echt krass bewacht. Au. Die haben sogar solche Dinger, wo sie mich wegsteuern können.